Vielen Dank für die sehr umfangreiche Einführung. Hängt natürlich den Level ein bisschen höher. Was ich gerne mit Ihnen machen möchte, ich möchte mit Ihnen das Lungenkrebs besprechen und dort vor allen Dingen, wie von Professor Renner und allen meinen Kollegen eigentlich auch schon vorgängig angekündigt, ein bisschen auf die Immuntherapie eingehen, aber auf die Immuntherapie in einer Art und Weise, wie Sie sie dann vielleicht auch hoffentlich mit nach Hause nehmen können. Und ich möchte mit Ihnen noch eine kleine Atemübung machen, wir reden über Lunge, dass wir zusammen ein bisschen ein- und ausatmen, je nachdem, da wie die Atemkommandos kommen, damit wir noch ein bisschen in Schwung kommen, dann vor dem Abschluss. Also, ihr habt viel vor. Die Lunge hat die gleiche Oberfläche wie ein Tennisplatz. Also Sie müssen sich jetzt vorstellen, ein Tennisplatz ist ungefähr so groß wie der Raum hier. Diese Oberfläche ist in jedem von uns. Und über diese Fläche atmen wir und tauschen die Gase aus. Ich finde das eine faszinierende Vorstellung. Dann haben wir unglaublich viele Lungenbläschen, die das dann ermöglichen, diesen Austausch. Wir atmen 18.000 Mal pro Tag. Denken Sie dran, das machen Sie einfach so, ohne darüber nachzudenken. Und es erlaubt uns, ungefähr 10.000 Liter Luft pro Tag hin und her zu atmen. Relativ beeindruckende Zahlen. Und jetzt kommt das, was wir gleich noch ein bisschen gemeinsam miteinander ausnutzen wollen, ist die einzige vegetative Funktion, die wir direkt kontrollieren können. Also versuchen wir es mal. Halten wir mal die Luft an. Jetzt hält mal jeder für sich an, solange wie er kann. Ich glaube, das ist unterschiedlich für den einen oder anderen. Ich kann das üblicherweise auch nicht so lang. Ich habe einen Kollegen, Dr. Helbling, der hat mich sehr beeindruckt. Ich war 2 Tage im Onkozentrum, das ist ein großer Sportler, haben Sie schon gehört. Dann hat er mir gesagt, also wenn du in den Gubrus-Tunnel mit dem Motorrad reinfährst, dann kannst du mal anfangen, die Luft anzuhalten und dann hinten wieder rauskommen. Apnoe-Training. Ich wäre fast vom Motorrad gefallen. Also das ist unmöglich für mich. Ich weiß immer noch nicht, wie du das machst, aber sehr beeindruckend. Also, jeder kann unterschiedlich lange die Luft anhalten. Sie halten mal an, so lange, wie Sie es jetzt können. Sie können sich aber auch vorstellen, dass der Lungenkrebs aufgrund dieser wichtigen Atemfunktion natürlich einen riesen Einfluss auf unser Leben und unsere Gesundheit hat. Gut, das haben Sie eigentlich auch schon gesehen. Der Dr. Breitenstein hat das nämlich gesagt. Früher konnte man sagen, es gibt letztendlich nur 2 oder 3 Unterkategorien von Lungenkrebs. Es gibt den schleimbildenden Lungenkrebs, es gibt den verhordenden, das sind die nicht kleinzelligen, und dann gibt es den kleinzelligen. Also der Pathologe kann es vielleicht noch ein bisschen feiner, als du Urs gesagt hast, groß und klein, er kann noch Schleim bilden und nicht Schleim bilden. Das war für lange Zeit der Standard. Und dann, jetzt können Sie mal weiteratmen, nach meiner Vorstellung zumindest. Daniel hält aber noch ein bisschen die Luft an, der kann noch ein bisschen. Da kann noch ein bisschen weitermachen. Genau. Also, dass man den Lungenkrebs jetzt, und das Bild haben Sie auch schon gesehen, das ist ein sehr berühmtes Bild, dass man den jetzt unterteilen kann in sehr viele Untergruppen. Und dass diese Untergruppen nicht nur für uns irgendwie wichtig sind, dass wir es besser beschreiben können oder dass es sich vielleicht cooler anhört, sondern es ist tatsächlich dafür da, dass wir Ihnen als Patienten, die Lungenkrebs haben, bestimmte spezifische Therapien anbieten können, die dann eben nur bei bestimmten Veränderungen einhergehen. Und die größte Veränderung ist diese grüne da, die Sie da sehen, das ist EGFR. EGFR ist ein Wachstumsrezeptor, der hilft den Zellen, sich möglichst schnell zu teilen. Und da hat man Medikamente entwickelt, die das dann spezifisch unterdrücken können. Wollen wir jetzt mal drauf eingehen. Jetzt mal tief Luft holen, ja, jetzt mal alle mal zusammen schön tief einatmen. Es kommt ein ganz interessanter Part, nämlich man kann das sich so vorstellen, dass diese Krebszellen über dieses EGFR ein Wachstumssignal bekommen. Dieses Wachstumssignal führt dazu, dass sich immer mehr Krebszellen bilden, immer mehr, der Tumor wird immer größer. Stellt auch so ein bisschen die Frage, ab wann ist eigentlich Krebs? Ab einer Zelle, 2 Zellen, wenn der Tumor faustgroß ist, wenn wir anfangen zu husten, wenn man Blut hustet, wo ist da eigentlich der Unterschied? Das ist eine spannende Frage. Und dann irgendwann mal geht man zum Onkologen und dann wird festgestellt, dass man so eine Erkrankung hat. Und dann ist die Frage, was ist die beste Behandlung? Und dann eben, das wird Ihnen der Dr. Winder aber dann nachher noch genau erzählen, wie das dann ganz genau funktioniert, das verstehe ich nämlich auch nicht immer ganz, deshalb haben wir dich, ist es so, dass man halt bestimmte Analysen machen muss, um rauszufinden, ob es dieses EGFR gibt. Und dann, und das ist jetzt halt eben dieser große Fortschritt in der Onkologie, gibt es eben, das soll das Graue da sein, Tabletten, die jetzt heutzutage in der Lage sind, sich genau auf diesen Wachstumsfaktor zu setzen und ihn zu hemmen. Und dann kann man damit erzeugen, dass der Tumor auch wieder schrumpft. Das kann man auch schön in so einer Grafik hier zeigen. Da sehen Sie alle, die auf der rechten Seite sind, also wo die Balken nach unten gehen. Dort ist der Tumor geschrumpft, wenn so ein Medikament eingesetzt wird, was eben diesen EGFR-Pathway da hemmt. Und auf der anderen Seite gibt es nur ein paar, wo das dann eben trotzdem nicht funktioniert. Das haben wir noch nicht so ganz gut verstanden, aber es gibt immer mehr
Erklärungen und immer mehr Messmöglichkeiten, um herauszufinden, warum das so ist. Das hört sich gut an. Der Nachteil von diesen Therapien ist, dass eben Tumore sehr dynamische Erkrankungen sind, die sich verändern. Und dann irgendwann mal befreit sich der Tumor von diesem einen Wachstumsweg und nutzt einen anderen. Und dann funktioniert eben eine zielgerichtete Therapie auch nicht mehr, weil es ist das Typische daran. Sie ist zielgerichtet. Sie kann nur das hemmen und nicht das andere. Und da muss man mit anderen Medikamenten kommen. Aber es war sicherlich ist ein sogenannter Game Changer gewesen, als wir verstanden haben, dass es diese Medikamente gibt. Und dann kommt so ein bisschen das, was mich tatsächlich sehr fasziniert, ist das Immunsystem. Dort hat man jetzt dafür vor einem Jahr auch den Nobelpreis in der Medizin vergeben. Eigentlich für das, was da diese grauen Kästchen da sind, auf den Tumorzellen. Die Tumorzellen sollen hier die Lungenkrebszellen sein, sind die grünen, bei mir sind die hier orange. Die haben auf der Oberfläche etwas, das nennt man das sogenannte Friss-mich-nicht-Signal. Ja? Und friss mich nicht, und das ist das, was ich gerne, vielleicht was ich mit nach Hause nehme, ist, ich erkläre es meinen Patienten in der Sprechstunde immer so. Also da gibt es die Krebszelle, die Lungenkrebszelle, die hat da, ist hier mein Finger, das ist da, was da dieser Balken ist, der ist auf der Oberfläche. Und wenn das Immunsystem kommt, wie der Professor Rainer gesagt hat, da gibt es ja letztendlich schon so den Hinweis darauf, dass das eigentlich erkannt wird, das wird auch erkannt, es erkennt die Krebszelle und denkt, jetzt müsste ich das eigentlich auffressen. Und dann ist hier das friss mich nicht Signal. Das Friss-mich-nicht-Signal führt dazu, dass die Krebszelle einfach, die Immunzelle einfach wieder weggeht und nichts passiert. Und was wir jetzt haben, sind eben diese neue Immuntherapie, Fachbericht dafür ist Checkpoint-Inhibition, die führt jetzt dazu, jetzt nicht vergessen zu atmen, jetzt kommt der Punkt, die führt jetzt dazu, dass dieses Friss-mich-nicht-Signal verschwindet. Und jetzt kommt das Immunsystem, erkennt die gleiche Zelle wieder, Friss-mich-nicht-Signal ist weg und zack, schnappt zu und kann die Tumorzelle abtöten. So wie Ihnen das der Professor Renner in der Elektronenmikroskopie gezeigt hat. Und das ist der ganze Trick, den wir jetzt bei ganz verschiedenen Tumorerkrankungen anwenden, aber selbstverständlich eben auch und vor allen Dingen beim Lungenkrebs. Und was dann passieren kann ist, das sollen jetzt hier diese blauen Bällchen zeigen, das Immunsystem kann in den Tumor eindringen und kann jeweils die Krebszellen angreifen und abtöten. Ich möchte Ihnen ein Fallbeispiel dazu zeigen. Das ist ein älterer Herr, der sich bei mir in der Sprechstunde vorgestellt hat. Das ist auch so ein PET-CT, das haben Sie schon mal gesehen. Hier sehen Sie den Mann von vorne, hier sind die Arme, hier oben ist der Kopf und hier ist der Brustkorb. Und all diese schwarzen Flecken, die es da gibt, das sind Krebszellen. Dann haben wir den Patienten eben mit so einem Checkpoint-Inhibitor, um das Friss-mich-nicht zu blockieren, behandelt. Und dann können Sie sehen, dass plötzlich hier diese ganzen schwarzen Flecken verschwinden. Das ist das Herz, das soll so sein, das ist mal Stoffwechsel aktiver und mal weniger. Aber Sie können sehen, dass es hier ein sehr beeindruckendes Ansprechen des Tumors gibt. Also es zeigt diesen Effekt, dass das auch wirklich in der klinischen Realität stattfinden kann. Und dann ist etwas, was konnte man sich vor vielen Jahren nicht vorstellen, dass man das jetzt zeigen kann. Hier sind mal alle Patienten gezeigt worden, die mit so einem Checkpoint-Inhibitor behandelt worden sind. Hier unten ist die Zeit, jeder Balken ist ein Patient. Und all diese Patienten haben über 24 Monate diesen Checkpoint-Inhibitor bekommen. Und dann hat man aufgehört mit dieser Therapie und was man jetzt einfach sehen kann, und das deutet halt darauf hin, dass wir irgendetwas in dem Immunsystem auch aktivieren, all diese anderen, diese hellgrünen Streifen hier, das sind Patienten, die haben keine Therapie mehr, aber haben immer noch Kontrolle ihres Tumors. Und da zeigt sich halt, dass das Immunsystem längerfristig verändert werden kann, als nur durch diesen Checkpoint-Inhibitor, den wir geben. Also das ist etwas, was darauf hindeutet, was die Kollegen auch schon gesagt haben, was Dr. Samaras gesagt hat, wir können aus diesen Erkrankungen vielleicht immer mehr chronische Erkrankungen machen, die gar nicht die ganze Zeit Therapie bedürfen. Damit möchte ich schließen und stehe für Fragen zu.